Recht herzlich willkommen zur Folge 214 von Towns. Ja, laden wir unseren Spielstand. Ja, der Dingens Knochenmann, der hat letztes Mal hier noch so einen letzten Knochen gekriegt und der ist auch schon weggefahren. Und wir haben hier noch die Arena dann hochgezogen, damit wir dann endlich die Dachse da drin haben und nicht draußen raus, ne? Gut, wie sieht's mit Essen aus? Essen sieht gut aus. Wir können mal gerade einen schneller machen. Okay, hier wird noch nichts abgebaut, oder wie sehe ich das? Doch, hier vorne ist schon mal was abgebaut worden, glaube ich. Die Ecke ist schon kürzer geworden. Okay, aber sie haben andere Aufgaben wahrscheinlich. Gucken wir mal gerade schnell rein. Ja, der Händler ist ja jetzt weg. Ich mache das trotzdem runter. Vielleicht ist ein Bug drin oder so, dann wird das nicht so schnell laufen. Jetzt wird wieder geerntet. Wie sieht es bei der Ernte aus? Wir haben 3 Brote. Äpfel sind 4 da, Birnen 3. Okay, verhungern tun wir nicht. Wir haben letztens noch einen Held gekriegt. Da lief gerade auch schon ein Stein in die richtige Richtung. Ja, hier oben würde ich ja gerne noch diese Reihe da hinkriegen, dass es klappt mit dem Dingens. Wie heißt es? Mit den Korn da abbauen, dass da eine Ablagefläche besser daneben ist. Aber irgendwie ernten die da gerade nicht. Ja, gut. Wie sieht's mit der Happiness aus? Sind wir bei 28? 48 ist der Punkt, wo wir neue Helden kriegen würden. Wir haben 4... Soldaten. Ja, da fehlt es jetzt ein bisschen dran, ne? Können aber auch mal gucken, dass wir vielleicht hier, da sind, wie viel sind beim Essen? 6. Okay, das ist ja vielleicht ein bisschen knapp. Da können wir eigentlich noch einen zum Essen beordern, oder? Damage 800. Die haben alle 1000 hier schon Damage. Das ist okay. Dieses Schwert hier, 1100 auch. Okay, dann gehst du noch zum Essen machen. Gut. Haben wir zwar hier nicht mehr so viele über, die Luxusdinge machen, aber gut, da werden wir mit klarkommen, ne? 880, was ist das hier? 1000. Ja, da müsste man überlegen, ob man hier von diesen Herrschaften die noch einnimmt. Kann man hier eigentlich den Gesamtverteidigungswert sehen? Ja. 5000. 4,3. 3,9. 4,2. 5. 4. 4,7. 3,6. Ich glaube, 3,6 war gerade das niedrigste. Unten 8 die höchsten, ne? Ja. Dann kommt er auch noch zum Essen. Steinmetz haben wir einen. Da sind jetzt 8. 2. Ein Handwerker. Okay. Kann man so lassen, oder? Das runter. So, dann kriegen wir auch mehr Essen. Zubereitet. Macht ja auch Sinn. 7 Brote, 3 Äpfel, 3 Birnen. Birnenkuchen ist da, Apfelkuchen ist da. Und da ist noch eine Suppe. Eine Pilzsuppe. Wie sieht's hier aus? Ja, Getreide fehlt, ne? Getreide fehlt. Wie hoch ist denn da die Einstellung fürs Getreide? Das ist die Frage, ne? Harvest 10. Machen wir mal eine höher. Gut, das kann eigentlich erst wieder weg. So, jetzt sollten sie auch mehr ernten. Und dann sollen wir auch hier die Chance haben, vielleicht diese 2 Felder hier noch zu entfernen. Er ist ja da oben schon sehr hellauf begeistert am Ernten. Na, jetzt geht er weg. Auch doof, ne? Die Person läuft auch woanders lang. Brot sind 12 da jetzt. 22, wir hatten eben schon 28, ist also wieder gefallen. Jetzt hat da einer was weggenommen, aber leider nicht das Getreide gemäht. Aber 4 sind hier drin, ne? Das ist ja schon mal was. Wegräumt du das keiner. Okay. Hier was passiert? Nein, aber hier, da geht's richtig rund. Steine klopfen. Da hat einer richtig Spaß dran. Geht wieder einer angeln. Das gehört hoffentlich zum Essen.
Ja, dann waren das ja auch nur anstatt 6 5, weil einer war ja essen, angeln. Gut. Ja, Happiness fällt allerdings gerade. 18 Brote sind da. Werden ja ordentlich gemacht. 20 haben wir gesagt, sollen da sein, ne? Da ist wieder jemand und baut Getreide ab. Da ist noch eine Person. Ja. Jetzt hauen sie ab. Gehen woanders hin. Keine Ahnung wo. Holen irgendwie die Pilze und Radieschen oder sowas wahrscheinlich. Sieht so aus. Bananen. Ja, da wurden gerade Bananen geerntet. Jetzt läuft die Person wieder weg. Oh, ich sehe gerade hier durch diesen Mauerbau, den wir hier haben, ist es möglich, da einzudringen. Dann müssen wir da mal schnellstens weiterbauen, ne? Hier ist noch nichts passiert, aber da. Getreide ist nicht. Wie weit ist unsere Arena? Oh, guck mal, da drinnen sind sie am Kämpfen. Na, wer geht kaputt? Wahrscheinlich der Grüne. Genau so ist es. Ja, schade, ne? Gut, aber es geht überall etwas voran. Nur hier nicht, wo ich was abbauen will. 27 und das ist gerade 28 gegangen. Okay. Tendenz steigend. Oder wie sehe ich das? Na komm schon. Gehen wir weiter hoch. Essen. 19 Brote. Wunderbar. Soldaten haben wir 4, Helden haben wir 1. Ja. Getreide wird jetzt noch weiter abgebaut, auf Vorrat wahrscheinlich sogar. Weil Brote sind ja gleich 20 da, ne? So viel Getreide ist dann nicht wichtig, aber naja, okay. Stellt sich mir auch die Frage, ob das hier auch verrottet oder so, wenn man es nicht aberntet. Eigentlich müsste das ja so sein, ne? Gesehen habe ich da was noch nie, oder? Ne, ich glaube, das wächst immer. Was haben wir heiß, ne? Red Sky. Roter Himmel. Keine Ahnung, was der rote Himmel für uns macht. Das Christkind backt dann immer Plätzchen, oder wie war das? Tja. Hier lübkert jetzt gerade keiner dahin, um das zu ernten. Blöd, ne? Gehen überall hin, nur nicht da, wo ich gerne hätte. Es ist knapp dran. Ja, wird immer knapper. Ist auch gut so. Hier vorne sind nur noch... Na, da wächst schon was nach. Deswegen gehen sie nicht weiter nach hinten, ne? Ja, reicht wohl. Oh, da kommt der erste Stein für unten. Arena noch nicht fertig, da wird da unten schon wieder gebaut. Das ist ja wieder erst ein Projekt fertig. Das wäre doch schön gewesen, oder? Und der Scarfold ist noch nicht da. Der wird nachher nicht runterkommen. Da. Ah. Ja. Pause. Ah, 4 von unseren Dachsen, siehst du. Wunderbar. Können wir weiterlaufen lassen. Die gehen so kaputt. Ich könnte jetzt die Tür hier zumachen, ne? Dann gehen die oben rum. Da kommen sie schon. Hier sind sie aufgehalten. Ah ja, wir kriegen jetzt wahrscheinlich den ersten kaputt, ja. Die Frage, ob der zweite es überhaupt geschafft hat.
Nee, da war jetzt noch einer kaputt. Jetzt frage ich mich, ob ich sie alle habe oder nicht. Glaube, hier ist gerade auch noch einer platt gemacht worden, oder? Sah danach aus. Na, da kann man jetzt irgendwie nicht so wirklich sehen, was da passiert ist, aber nicht so schlimm. Schnell. So, und jetzt bitte gleich den zweiten Büschel dahinter auch noch, dann haben wir das hinter uns. Macht das oder nicht? Ne, ich glaube, er steht dahinter und macht nichts. Getreide wird geholt. Das wächst eher, bevor es da umgewühlt wird. Schade. Wie sieht's aus mit der... Ja, da fehlen noch einige Steine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gräbt keiner um. Nicht wirklich. Schade. Gleich ist es wieder gewachsen. Dann hat sich das erübrigt. Aber kann man das auch so machen? Gute Frage, ne? Das kann man auch ohne Ernten machen, ha? Kann sein. Sehr interessant, ne? Ich warte die ganze Zeit da drauf. Und es geht wahrscheinlich auch so. Na, geht aber keiner hin. Getreide wächst gerade wieder. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich reichlich Brot haben. Haben wir auch. Wie sieht's mit Happiness aus? 25, das steigt allerdings nicht. Tja. Transport war gerade auch hier. Eisen wurde da gerade hochgebracht. Steine werden hier unten gebaut. Das muss gleich schon fertig sein hier. 1, 2, 3. Dann ist es vorbei. Also noch 2. Wie sieht es hier aus? 6 sind es da noch. Okay. Gehen wir mal unten gucken. Der Scaffold, habe ich gerade gesehen, ist auch noch da. Wir müssen hier mehr Licht machen, denke ich. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen mit dem Licht. Gehen wir hier rüber. Da lang. Zurück. Deko, Kerzen, Licht. So, da ist ja alles schon mal prima. Bis auf hier, da ist noch nicht prima. Da muss noch einer hin. Und... Ah ja, da in der Reihe ist es dann wohl. Könnte das hier sein? Ja, das ist wohl hier. Und dann wird das auf der letzten Reihe sein mit den Kerzen hier. Ich mache sie einfach hin, damit es heller wird. Damit wir dann vielleicht die Happiness dadurch auch gesteigert kriegen, wo ich von ausgehe, dass dem so ist. Ja, hier geht auch was, ne, eigentlich. Die Reihe weg. Wir das besser sehen. Dürfen sie da runter? Das ist die Frage. Ja, sie dürfen. Und sollte das auch funktionieren? Happiness 26. Da läuft ein Stein durch die Gegend. Das heißt, hier müsste es gleich fertig sein. Da ist es fertig, oder? Ja, da ist schon fertig. Der geht also hier hin und da fehlen dann noch 1, 2, 3. 2. Und der geht über den Scaffold runter, das funktioniert also. Gut.
Zwei fehlen noch, einer kommt. Wo der Dings der Boomster jetzt ist, weiß ich auch nicht. Da oben ist er. Dem kann man wohl nichts machen. Gut, letzter Stein ist auch noch da. Dann ist das erledigt. Der kann dann weg. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es mit der Tür ist, ob das gut ist. Klappt. Dann holen wir uns noch einen blauen dazu. Ein Würmchen dahin. Um den anzulocken. Den roten. Gucken, ob das klappt. Ah, das Würmchen ist schon da. Und reagiert er da drauf? Ich glaube nicht. Zu weit weg. Sieht er wahrscheinlich gar nicht. Gut. Einen Kampfdachs brauchen wir jetzt. Macht den einer? Wie geht der überhaupt? Nur eine Arena ist vonnöten. Keine speziellen Dinge vonnöten. Da fehlt noch eine Kerze. Stellt sich mir die Frage, wenn wir dann roten hinsetzen, ob der dann da oben geholt wird. Das könnte auch noch sein, ne? Mal drauf achten. Na. Pause. Angriff. Größerer Angriff. Ja, dann weiterlaufen lassen und Soldaten konvertieren, ne? Ne, das jetzt war gerade falsch da. Vier dazu. Gucken, was passiert. Durch den oberen Eingang werden sie sowieso laufen. Oh, es ist Frühling, oder? Es ist Pflanzzeit. Da liegt Kohle rum. Na, da sind wir gespannt, wie das gleich wird. Acht Soldaten. Hier fehlen noch vier von diesen Dingern hier. Bambusstangen brauchen wir wahrscheinlich dafür noch. Deswegen werden die Fallen nicht gebaut, wa? Wann kommt der Angriff? Jetzt. Okay. Dann erwarten wir es hier, oder? 16 und 8 haben wir da oben stehen. Wollen wir hoffen, dass es klappt. Die ersten sind in eine Falle getapert, werden langsamer dadurch. Im Keller ist nur einer abgehauen. Jetzt kommen die nächsten. Einer ist durch. So, die erste wird angegriffen und jetzt sollten eigentlich alle kommen, die Soldaten sind, ne? Zwei Soldaten. Okay, die hier oben sind, werden alle angegriffen. Es sind aber welche runtergegangen. Okay. Mehr kommen jetzt leider nicht, oder wie sehe ich das? Da kommen sie jetzt. Jetzt kommt die Armee. Wurde auch Zeit, ne? So. Ich glaube, das geht dann gut für uns aus, so wie es aussieht. Ja. 16 und 8 steht da oben noch. Also sind aber immer noch welche da. Die sind auch schon erwischt worden da. Und die sehen die, aber laufen da nicht hin, ne? 16 und 8 steht noch. Und ich glaube, das war der letzte wahrscheinlich. Vielleicht ist nur der eine oder andere unten. Das könnte sein, aber ich glaube, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Gut. Ja, da hat einer einen Kuchen fallen lassen. Der wurde gleich wieder abgeholt, ne? Prima. Ich glaube, dann haben wir den Angriff überstanden. Soldaten wieder rückwärts. 3, 4. Dann können die wieder, ne?
So, da sind wir fertig, haben wir gesagt. Und hier müsste es ja auch fertig sein, ne? Genau so ist es. Da müssen wir dann weitermachen. Den machen wir gerade kaputt. Steine. Steinwände. Machen wir erstmal so. Der Baum muss weg. Machen wir den nochmal dahin. Gut. Wie schaut's hier aus? Okay, dann können wir hier einen tiefer das alles abreißen. Da drüben müssen wir das, glaube ich, auch noch machen, sonst klettern die uns da hoch, ne? Ich glaube, das passt. Und das so hin. Gucken, was passiert. Ja, gut, okay. Dann sind wir wieder ein Stück weiter. Hier hat es nicht geklappt mit dem Feld. Gucken, ob das jetzt irgendwie geht. Harvest Wheat, Till Gras. Keine Ahnung. Harvest Wheat, machen wir doch das erstmal. Gut, okay. Für die Folge soll es aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.